Das war eine sehr glückliche Zeit, natürlich in Vaganova Akademie zu studieren. So eine Chance bekommt nicht jeder Kind. Und ich bin sehr dankbar an alle meine Lehrer. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich auch dann an Mariinsky angenommen würde, weil das ist auch eine riesige Schule. Ich war dort nur ein Jahr, aber ich habe sowohl in der Gruppe gestanden als auch kleine Solos getanzt. Und ja, und dann bin ich nach Wien eingeladen wurde mit 19, aber als Solistin. Und das passiert auch nicht jedem natürlich. Deswegen bin ich auch sehr dankbar an Gyula Harangosa, unseren vorigen Direktor, dass er mich geholt hat und Solostelle angeboten hat. Ja. Vaganova-Methodik ist als beste Methodik im klassischen Ballett in der ganzen Welt bezeichnet. Man kann darüber natürlich diskutieren, weil es gibt auch französische Schule, englische Schule, aber es gibt auch Moskauer Schule, die auch sehr unterscheidet. Und es ist seit Vaganova-Zeit gibt es diesen kleinen Kampf zwischen Sankt Petersburger Schule und Moskauer Schule. Es ist verschieden, aber ist klassisch beide. Ja. In Wien, ich finde, die Schule hat nicht wirklich eine Richtlinie, weil werden verschiedene Lehrer von verschiedenen Schulen eingeladen. Und von einer Seite ist es natürlich sehr gut, weil Kinder lernen verschiedene Methoden gleich. Aber von anderer Seite, ich glaube, für Kinder das ist ein bisschen überfordernd. Ja, es ist meine schon nicht zweite, sondern schon erste Zuhause geworden natürlich. Und meine ganze Karriere eigentlich als Solistin und erste Solotänzerin ist im Haus passiert und hoffentlich wird weiter so gehen. Ja, und Staatsoper ist meine Zuhause. Natürlich ist es immer sehr schön an verschiedenen andere Häuser aufzutreten und bei der Vorstellung als Gastsolistin beteiligt zu sein. Aber zu Hause zu tanzen, es ist am schwierigsten, weil die Kompanie kennt sich, alle Lehrer kennen sich, Publikum kennt sich natürlich, ist eine gewisse Verantwortung. Und wenn man schon einen Namen hat und in der Staatsoper bin ich seit 13 Jahren gearbeitet hat, man darf keine schlechte Vorstellung liefern. Es muss immer am höchsten Niveau sein und es ist natürlich ein Druck. Ja, das ist so wie im normalen Leben. Ja. Wenn man jung ist, man hat sehr viel Kraft, aber nicht sehr viel Kopf oder im Kopf. Man tanzt einfach mit das, was Körper kann, ohne viel zu nachdenken. Mit der Zeit, auch mit der Erfahrung, wird man kluger sozusagen im Beruf und eigentlich man kann gleiche Vorstellung tanzen mit viel weniger Kraft, wenn man es kluger macht. Ja, ich habe schon einige Vorstellungen hinter mir und habe genug Erfahrung, um auf die Bühne zu stehen und es zu genießen, Rolle zu genießen, immer bei jeder Vorstellung neue Kleinigkeiten zu finden, neue Farben zu finden. Und deswegen für mich ist jetzt jede Vorstellung ist wirklich ein Fest, auf die Bühne zu sein und Publikum zu überzeugen. Und natürlich Applaus am Ende ist immer eine riesige Belohnung und Freude.
Ich hoffe, in 20 Jahren kann ich noch tanzen. Naja, natürlich, man hat Traumrollen, aber im Moment, eigentlich vor kurzem habe ich, leider nicht in unserem Haus, aber in Italien habe ich eine meiner Traumrollen getanzt, die Margarita in Kameliendame. Ich würde natürlich sehr gerne die Version von John Neumeier tanzen. Ja, also mit Choreografen zu arbeiten, dass die neuen Kreationen auf mich gemacht würden, das ist auch immer ein sehr interessantes Erlebnis. Vielleicht auf verschiedenen Bühnen noch aufzutreten, in berühmte Häuser, natürlich Stuttgart oder Royal, also träumen kann man immer. Ja, so wie damals. Er war eine unglaubliche Persönlichkeit und hat Publikum und ganze Welt fasziniert mit seiner Energie. Auch jetzt in seinen Choreografien. Es ist so viele Schritte drinnen und technisch schwere Vorstellungen sind das, dass nicht jedes Haus kann sich erlauben, das im Repertoire zu haben. Natürlich, wir sind sehr glücklich, dass wir durch Manuel Legris natürlich auch die Rechte bekommen haben für Don Quixote und Nussknacker, weil Schwanensee und Raimonda waren schon im Repertoire früher, aber es wurde erneut unter der Manuel Legris-Direktion. Ja. Und natürlich für Tänzer, das ist eine Herausforderung, seine Versionen zu tanzen. Aber wenn man das geschafft hat, alles andere ist einfach viel leichter. Und für mich ist natürlich, ich habe am gleichen Tag wie Rodolf Geburtstag, 17. März, und ich hoffe, es hat eine Verbindung auch irgendwie. Ja, natürlich um 10 Uhr in der Früh im Ballettsaal für ein Training. Und es ist ganz egal, ob gestern Vorstellung war oder Geburtstagfeier oder noch etwas. Diese Disziplin, das was sehr, sehr viel ausmacht. Also um 10 Uhr für Training. Und dann beginnen die Proben. So wie zum Beispiel jetzt habe ich Durchlauf gehabt von Giselle für Samstag im Kostümen. Ja, im Moment bereiten wir auch vor neue Premiere, die Silvia, die von Manuel Legris choreografiert wird, und auch noch Coppelia, das ist Premiere ist im Februar, aber ein Studio ist im Moment da. Das heißt, wir probieren 3 verschiedene Stücke am Tag. Ja, es kann sein bis 17.30 Uhr oder bis 19 Uhr, so lang wie es wie man noch steht. Ja, die Technik muss so oft geübt sein. Es verlangt dann nicht mehr darüber nachzudenken. Man macht das einfach, Körper macht das von selbst. Und dann kann man schauspielerische noch darauf setzen und dadurch wird es zum Kunst. Das ist keine nur Sprünge oder Drehungen. Das ist passiert sowieso, aber währenddessen man spielt und man zeigt die Rolle oder so, sogar ist besser, wenn man nicht spielt, sondern ist die Person auf der Bühne die Rolle. Ja? Es ist dann am natürlichsten. Weil wenn man spielt, Publikum spürt das, dass du es absichtlich machst. Aber wenn du ein Giselle wirst auf die Bühne, dann ist es anders. Ja, das war natürlich ein riesiger Schock, weil das war erste
große Verletzung für mich. Und plötzlich auf einmal kannst du nicht einmal aufstehen und in Wohnung spazieren gehen. Ja? Du darfst es einfach nicht. Und für eine Balletttänzerin, die ständig hupft sozusagen, ja? Das ist eine mentale Belastung, wahnsinnige mentale Belastung. Und das war natürlich sehr schwierig für mich. Und ich bin auch sehr, sehr früh nach der Operation zurückgekommen in den Ballettsaal. Ich war nach 3 Monaten zurück im Ballettsaal, weil ich bräuchte das. Weil das war zu anstrengend, zu mental anstrengend für mich, noch länger zu Hause zu bleiben. Vielleicht von ärztlicher Seite war das nicht zu gut, so früh zurückzukommen, aber ich bräuchte das, ja, und ich habe das gemacht und ja, und zurückzukämpfen, es hat wirklich gedauert, bis ich wieder Vertrauen in meinen Körper wieder gehabt habe, aber das ist ganz normal nach so einer Verletzung und es dauert mindestens ein Jahr, bis man nicht mehr denkt, werde ich jetzt Schmerzen haben, wenn ich auf Fuß steige und einfach drauf steige, ohne diese nachzudenken. Aber auch durch Verletzung, man lernt seinen Körper viel besser kennen und man hört auch viel besser auf seinen Körper und wird viel mehr aufmerksam, was mein Körper braucht im Moment und auch wie ich am besten damit arbeite im Ballettsaal, während der Training, während der Proben, damit ich nicht wieder verletze mich selbst und mein Instrument. Ja. Und im Moment, nach meiner Operation, im Moment ist 4,5 Jahre vergangen und erst seit halbes Jahr habe ich keine Schmerzen mehr, weil es war immer wieder irgendwelche Entzündungen im Fuß, dann Nebenwirkungen natürlich, weil man belastet Fuß, die zu so einer Verletzung gegangen ist und ja. Und jetzt deswegen für mich ist noch, so wie ich früher gesagt habe, es ist eine Freude, dass ich ohne Schmerzen auf die Bühne stehen kann und genießen kann, jede Vorstellung. Ja, es geht natürlich um Liebe. Die gebrochene Herz von Giselle und Verzeihung. Kurz gefasst, ja. Ja, es ist ein kurzes Ballett, nur 2 Akten. Aber die Rolle von Giselle ist sehr, sehr schwer, weil sie muss durch ganz verschiedene Gefühle gehen und wachsen in so einer kurzen Zeit. Am Anfang sie ist einfach junge Bäuerin, die dann sich verliebt, dann wird sie betrogen. Und zuerst wird sie verrückt und dann stirbt noch in den Armen ihrer Mutter. Und dann in 2 Tagen sie wird zu meinem Geist. Aber auch sie noch in Albrecht verliebt ist und verzeiht ihm alles. Also es ist eine ganz schwierige Rolle, auch technisch. Aber es muss auch. Es sind sehr viele Sprünge im 2. Akt und die müssen alle ausschauen, ob du wirklich fliegst wie ein Geist. Und es ist sehr schwer zu erreichen natürlich. Meine erste Giselle war vor 13 Jahren in der Oper. Und seitdem tanze ich dieses Stück regelmäßig, nicht nur da, sondern auch als Gast. Und natürlich jedes Mal, man findet verschiedene Farben in dieser Rolle und wenn man mit anderen Partnern tanzt, wird es auch
ein bisschen anders, die spielerische Szenen, die Pantomime. Es natürlich ist ganz alte Choreografie, aber Geschichte ist so aktuell. Man kann das auch in heutiger Zeit vorstellen. Und es ist so berührend. Deswegen, ich glaube, es interessiert noch immer das Publikum. Und man sieht es immer ausverkauft, die Vorstellungen. Das hundertprozentige Vertrauen muss sein, weil sonst kann man nicht auf ihn verlassen. Und wie diese Leichtigkeit nicht erreicht, sondern es wird so gearbeitet auf, bei jeder Heber, bei jeder Pose wird gearbeitet. Nicht, es passiert dann nicht natürlich. Und wenn es nicht einmal Vertrauen, sondern Harmonie zwischen den Partnern da ist, dann es passiert einfach von allein. Und ich bin sehr glücklich, dass ich auch am Samstag mit Masao Kimoto tanze, weil ich glaube, wir haben diese Harmonie im Duett. Naja, das hängt natürlich ab von beiden Tänzern. Auch wir sind alle Menschen, ob wir uns mögen oder nicht. Ob eine schnell ist in der Lernen, im Lernprozess oder nicht. Das ist immer ganz verschieden mit verschiedenen Partnern, mit verschiedenen Stücken ist auch anders, weil Giselle ist ganz klassisch, die Choreografie ist ganz klassisch, ist klar. Aber zum Beispiel Macmillan-Choreografie, wo alles off-balance ist, wo du nicht auf deiner Achse sein musst, sondern immer in diese gefährliche Position, das dauert natürlich länger als bei klassischen Stücken. Aber von anderer Seite, bei klassischen Stücken, es muss so perfekt sein, weil sobald diese kleine Off-Balance ist, das Publikum merkt, dass etwas ist falsch, etwas stimmt nicht. Also es gibt keine bestimmte Zeit, wo man es erreicht. Und überhaupt, man kann Perfektion nie erreichen. Ja? Man lernt ein ganzes Leben lang. Und wenn man plötzlich mit sich zufrieden ist, dann man stoppt, man wächst nicht mehr. Und in unserem Beruf, ich finde, man muss immer wachsen können. Am Samstag in der Früh ist Training wieder. Wir probieren ein bisschen was von Stück und dann suche ich die Schuhe, die Spitzenschuhe, die ich am Abend benutzen würde oder ich denke, ich würde benutzen. Und natürlich mehrere Schuhe suche aus, nicht nur zwei Paar. Weil während der Giselle benutze ich drei Paar, aber es kann sein, dass eine plötzlich auf die Bühne zu weich wird. Ich muss immer eine extra Paar haben. Ja. Dann gehe ich Mittagessen, schlafe, versuche zu schlafen, weil manchmal, wenn du nervös bist, kann man nicht dann schlafen, aber einfach ausruhen. Und dann bin ich wieder da in der Oper, 2,5 Stunden vor der Vorstellung. Ich mache Haare und Schminke selbst, dann wieder aufwärmen und dann die Schuhe auf die Bühne ausprobieren. Weil auf der Bühne ist Boden ist anders und auch mit dem Licht, weil Licht ist so heiß ist, auch anderes Gefühl ist mit den Spitzenschuhen. Ja, und dann beginnt die Vorstellung. Ich finde es ganz wichtig, weil nicht jeder kann sich erlauben, Karten in Oper zu kaufen. Wenn man zu zweit kommt, ist es schon
bei manchen Viertel das monatliche Einkommen, ja, und nicht jeder kann es sich erlauben. Aber trotzdem, Leute möchten Kunst genießen. Und ich finde, vor allem in unserer Zeit, wo so viele Technologien da sind, Theater und Galerien, ist es sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, dass die Leute noch immer das schätzen und nicht nur mehr Fernseher schauen oder Handy spielen. Das ist ein bisschen. Aber trotzdem, wenn man es schaut, vielleicht kann man nicht an dem Tag einfach ins Theater gehen. Vielleicht man im Ausland. Weil ich weiß, dass zum Beispiel bei der letzten Live-Übertragung meine Familie in Russland, sie haben es angeschaut. Und natürlich ist es perfekt. Man muss nicht nach Wien reisen, um mich anzuschauen in der Oper. Ja. Manchmal schon, natürlich, wenn man es nicht kann. Und ja, man genießt die Kunst trotzdem von zu Hause aus. Ja, ich finde es sehr wichtig. Deswegen ist auch meine Agentur entstanden. Weil Ballett, ich finde, ist nicht nur elitäre Kunst. Es ist so verschiedenartig, ja, und man kann es in verschiedensten Rahmen präsentieren, auch trotzdem auf höchstem Niveau. Nein, also kein Abend ist wie ein anderes sowieso. Und natürlich, man wird nicht mehr nervös, sondern es ist wieder mehr Verantwortung, weil mehr Leute zuschauen können. Und du musst viel mehr Leute überzeugen können und mit sich auf die Bühne zu ziehen. Ja. Und ja, es wir sagen, no pressure. Aber natürlich, es ist wieder mental anstrengend ein bisschen.